Eine Person pro Team zu schaffen. All the top 10, please come to the front. One representative per team. Here we go, we got six. We need four more. Wo sind ihr alle? Alle Top 10 Finalisten, alle Repräsentanten auf Bühne wieder. Können wir noch mal? Können wir da bitte crowd up a little bit, ein bisschen enger starten. So schön. Sind alle da? Heute doch sind, glaube ich, alle da. Wunderbar. Okay, cool. Well, first off, congratulations for making it this far. As I said, 274 entries. You made it into the top 10. That is an achievement in itself. One of you will take home the grand prize. 5000 Schweizer Franken für den Gewinner. Kann immer helfen, natürlich. Also, ich bin stark, um in die Firma einsteigen. Darum möchte ich an dieser Stelle noch die zweite Hälfte von der Jury zu uns auf die Bühne beten. Und zwar ist das der Martin Zipper und Katharina Steiner. Einen Applaus, bitte. Martin, ist sicher keine einfache Aufgabe gewesen. Ist natürlich die Normalfrage bei einer Awardshow, aber es ist wirklich nicht einfach. Ja. Es ist nicht einfach gewesen, aber wir waren begeistert von den unterschiedlichen Genres, die eingereicht wurden. Wir haben sie gesehen, von Comedy zur Animation, sogar ein Doku-Format war dabei, Horror, Thriller, also die Bandbreite war irrsinnig breit. Und die Produktionsqualität war sehr hoch. Es ist manchmal erstaunlich, in welch kurzer Zeit die hohe Qualität an Produktion, an Technik und auch die Schauspieler waren sehr gut, die Darsteller waren sehr gut. Also ich glaube, es ist eine sehr schöne Bandbreite. Und was ich noch sagen wollte, das ist ein spezieller Bewerb, weil nicht nur die Filmemacher sozusagen zeigen müssen, was sie können, sondern sie müssen in einem zweiten Schritt auch zeigen, dass sie ihr Publikum erreichen und dass sie eine Community haben und aufbauen, die für sie votet. Das ist auch wichtig bei diesem Bewerb. Insofern ist er wirklich ein Bewerb des 21. Jahrhunderts. Aber es kann nur eine oder einen geben. Ja, also zuerst mal herzlichen Dank. Wir hatten einen super Nachmittag gestern, super unterhaltsam. Also danke für dich, bitte meine. Wir haben uns für einen Film entschieden, bei dem wir sehr erstaunt waren, dass er in so kurzer Zeit so aufwendig produziert werden konnte. Mit all den Schauspielern, Special Effects und so weiter. Und es gibt eine Regel bei uns Filmkritikern, bei Komödien, wenn man die ganze Zeit lacht, dann kann man nicht sagen, der Film ist schlecht. Und weil wir alle gelacht haben, schallend gelacht, haben wir uns für einen ganz bestimmten Sieger entschieden. Und zwar. Kommen wir. Marco von Moos über.